Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist Freitag und das heißt Review-Zeit auf unserem Kanal. Heute mit einer Backup-Waffe mal wieder, und zwar einer HK-GBB-Pistole. Und ob diese Waffe vom Bugatti was taugt, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir wie immer mit dem Lieferumfang. Geliefert wird euch die Waffe, wie ihr schon seht, in diesem dominanten schwarzen Pappkarton mit den Aufschriften Heckler und Koch. Im Inneren von dem Ganzen befindet sich ein Hartschaum, was auch immer, das die Waffe sehr gut vor Schäden schützt. Mit dem Lieferumfang sind hier einmal ein Päckchen Kugeln. Ja, gut, okay, wie viel werden es sein? 50, wenn es 50 sind, sind es viel. Ich weiß nicht, ob das großartig Sinn macht. Dann haben wir das KWA-typische Hop-Up-Einstellschlüsselchen, um, wie gesagt, das Hop-Up einzustellen. Und noch ein Schlüssel zum Öffnen des Ventiles am Magazin. Falls dieses mal defekt sein sollte, kann man dies doch relativ einfach mit dem Schlüssel wechseln. Und natürlich, was ebenfalls dabei ist, was natürlich nicht fehlen darf, ist die Waffe an für sich selbst und ein 26-Schuss Gasmagazin. Schauen wir uns die Waffe etwas genauer an. Die Waffe besteht aus zwei unterschiedlichen Materialien. Wir haben zum einen den Schlitten aus hochwertigen Metall verarbeitet, genauso wie das Kimme- und Kornsystem. Der Outer Barrel ist leider Kunststoff, wie man sieht, hier relativ kratzanfällig. Nach ein paar hundert Schuss sieht man leichte Gebrauchsspuren auf dem Kunststoff. Der Lower Receiver hingegen ist auch ebenfalls aus Kunststoff gefertigt, aber wie ich finde, zum Beispiel aus einem hochwertigeren Kunststoff als der Outer Barrel. Hier sind Kratzer kaum wahrzunehmen, was allerdings störend ist, ist eine leichte Gussnaht am Handrücken. Das Hop-Up einstellen wird hier so gehandhabt, dass man den Schlitten nach hinten zieht, den Schlittenfang einrasten lässt und dann mit Hilfe des Tools, was beiliegend ist, vorne an den Lauf geht und somit mit einem Links- und Rechtsbewegen das Hop-Up vermindert oder verstärkt. Aufgrund des vollen Lizenzpakets von KWA in Kooperation mit Heckler & Koch haben wir zahlreiche Markings auf der Waffe. Wir haben einmal auf dem Upper Receiver das große HK-Logo, die Typenbezeichnung im Fall USP, Kaliber 45 Auto und noch eine Seriennummer. Weiter hinten natürlich noch die Modus des Schusssystems, also safe und schussfähig natürlich. Und weiter unten auf dem Low Receiver natürlich noch das HK-Logo und nochmal das USP als Typenbezeichnung. Gehen wir vom Schützen auf die rechte Seite, befindet sich unterhalb des Schlittens leicht eingraviert das F im Fünfeck, Kaliber 6 mm BB. Gehen wir weiter auf dem Schlitten nach vorne, befindet sich nochmal eine Aufschrift Lizenzet. Trademark of Heckler & Koch GmbH, allerdings auch noch im höchsten Auswurffenster das HK-Logo Kaliber 45 Auto. Natürlich auch auf der Unterseite sind ebenfalls Markings vorhanden. Wir haben nochmal eine Seriennummer bei Heckler & Koch und nochmal einen Warnhinweis, dass wir erst die Bedienungsanleitung lesen sollen, bevor wir die Waffe benutzen. Was auch schön ist, ist zum Beispiel, wir sehen jetzt hier das Magazin, das ebenfalls mit Markings versehen ist.
Wir haben einmal die Schussmengeanzeige auf der Rückseite des Magazins und nochmal leicht eingelasert an der Unterseite ein HK-Logo und das 45 Kaliber. So, dann kommen wir mal zum Technikpart und zwar zerlegen wir jetzt halt die UKK USP 45 GBB. Als allererstes natürlich Magazin raus, Kugel im Lauf, nein, nicht der Fall, dann schlagen wir mal ab. Um das Ganze raus zu zerlegen, Schlitten vom Low Receiver zu trennen, einfach den Schlitten so weit zurückziehen, dass diese Kerbe über dem Schlitten verhängt, den Schlittenfang herausziehen. Und mit etwas Zug den Schlitten vom Lower trennen. Gut, kommen wir nun zum internen. Dazu nehme ich mir wieder ein kleines Hilfeständchen zur Hand. Also kommen wir zuerst mal zum Low Receiver. Also, wir haben hier im Inneren Metallteile verbaut, also überwiegend Aluminium und Zinkdruckguss. Allerdings müssen wir dazu sagen, wir haben auch ein Stahlteil. Und zwar haben wir den Hammer, der das Gas auslässt, aus Stahl gefertigt, genauso wie die Hammerstange hier. Alles andere, die Halterungen und Pins, sind aus Alu bzw. Zink gefertigt. Auch der Valve-Nocker hier hinten ebenfalls aus Aluminium. Der komplette Receiver natürlich aus Kunststoff, wie schon gesagt. Wir haben hier unten eine Feder drin. Und ja, ganz im Allen macht die Waffe einen technisch sehr guten Eindruck. KBA natürlich typisch, weiß jeder, hat seine Stärken im technischen Bereich. Die Waffe hält ewig, das ist genauso wie mit den Glocks von KBA oder der M9 von KBA. Kommen wir nun zum Schlitten. Was hier als allererstes auffällt, es sind zwei Federn in der Federführungsstange für den Schlitten. Diese sorgen für den satten Rückstoß von der Waffe. Die Federführungsstange im Schlitten ist hier aus Stahl gefertigt. Wir finden ebenfalls hier vor ein Aluminiumgehäuse. Im Inneren des Aluminiumgehäuses sitzt das Nozzle, das die Kugel befördert, ja, geht jetzt gerade nicht. Und natürlich hier das Hob-Up-System. Das Hob-Up-System, wie schon gesagt, wird mit einem speziellen Einstelltool hier vorne reingeschoben und wird dementsprechend dann eingestellt. Ja, wie gesagt. Die Komplettteile von KWA gibt es auch als Ersatztuning an für sich. Würde ich lediglich vielleicht den Lauf tauschen. Das war es dann aber auch schon. Mehr würde ich gar nicht machen. Die Waffe hält auf jeden Fall lange ihren Dienst. Und sollte damit allerdings wenig Probleme geben mit der Waffe. Wie gesagt, die ist jetzt schon circa ein halbes Jahr bei unseren Benutzungen. Und müssen wir sagen, auf jeden Fall top. Keinerlei Probleme, wenig Cooldowns, auch bei kälteren Temperaturen. Und an für sich kann man bei der Waffe echt nicht meckern. Gut, das war's von mir zum Beispiel aus der Technik-Ecke. Ich gebe wieder ab. Wir haben die Waffe natürlich auch wieder im Schuss und im Chronotest für euch gehabt. Gekront haben wir wie immer mit 0,20 Gramm Kugeln und Heckler und Kochgas natürlich klar. Und geschossen, also Zielschießen haben wir mit dem ganzen Ding gemacht mit 0,23 Gramm Kugeln. Optimales Hop-Up eingestellt. Ebenfalls Heckler und Kochgas auf einer Entfernung Indoor von 20 Meter. Und was wir da für Ergebnisse erzielt haben, das zeigen wir euch jetzt.
Kommen wir noch schnell zum Fazit von einem guten Stück. Das Fazit fällt natürlich sehr positiv aus. KWA natürlich typisch. Wir haben eine Top-Verarbeitung zu einem relativ hohen Preis für eine Backup-Waffe, die allerdings, wir finden, sehr gerechtfertigt ist. Wir haben im Inneren Stahlteile verbaut und wir haben natürlich auch eine sehr robuste Bauweise. Wir haben eine sehr gute Präzision auf 20 Meter im Stockzustand und auch die Leistung ist sehr konstant, was bei GBBs nicht immer der Fall ist. Ansonsten, wie gesagt, wir müssen da hier ganz klar sagen, es ist eine wunderbare Backup. Sie wird euch auf jeden Fall lange im Dienst begleiten. Damit sind wir auch schon am Ende von unserem Review zur USP von Heckler & Koch bzw. KWA angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ansonsten, wenn Kritik, Anregungen oder Wünsche eurer Seite her, unten das Kommentarfeld benutzen. Ich lege die jetzt mal weg. Unten Kommentarfeld benutzen. Ansonsten verlinke ich euch hier oder hier, weiß jetzt nicht genau, ich schätze mal eher hier, spiegelverkehrt. Ja, hier. Hier den Link zu unserer Homepage. Dort findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten zu uns, beziehungsweise Termine, Spiele, wo wir sind, wo wir spielen werden, was wir veranstalten ja auch, wo wir Veranstaltungen planen und kontaktiert uns einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten war es das von mir. Ich verabschiede mich, euer Häubi FV. Macht's gut.